Hallo Steffi, erstmal begrüße ich dich ganz herzlich. Vielen Dank, dass du zugestimmt hast für dieses Gespräch. Ich sehe ja immer wieder dich in den sozialen Medien und ich entdecke dann auch die Steffis Malwerkstatt und deswegen würde mich einfach mal interessieren, was du denn da im Rahmen deines Berufs machst. Ich weiß, dass du Kunsttherapeutin bist und da letztendlich auch dich mit anderen Menschen beschäftigst. Magst du mal beschreiben, was deine Geschäftsidee, deine Philosophie ist, was du unter Steffis Malwerkstatt letztendlich verantwortest? Genau, das ist auch ein bisschen eine Selbsterfahrung gewesen. Ich habe damals als Kind schon immer gerne gemalt und habe es echt geliebt, in der Natur zu malen. Habe dann aber den Weg eingeschlagen, Raumausstatterin zu werden, habe meinen Meister gemacht und irgendwann habe ich dann festgestellt, das passt eigentlich nicht. Und dann bin ich im sozialen Bereich angefangen, habe mit Menschen gemalt oder kreativ gearbeitet und einfach gemerkt, wie wichtig das einfach ist. Und mir selber tat das gut und ich konnte das an den Menschen auch erleben und habe gedacht, da möchte ich einfach tiefer eintauchen. Deswegen habe ich eine Zusatzausbildung als Kunsttherapeutin gemacht. Und genau das lebe ich jetzt in meiner Malwerkstatt, dass ich den Menschen einfach zeige, wie schön Kreativität sein kann, wie man die begeistern kann, wie schön es ist, ein Erfolgserlebnis zu haben, dass man ein Kunstwerk hat, auf das man richtig stolz sein kann. Und dieser Malprozess, der ist immer total faszinierend. Also das ist unglaublich, was ich da schon alles erlebt habe, ne? Also ja, und das ist einfach meine Berufung und deswegen habe ich mir auch überlegt, YouTube-Videos zu machen, um einfach mal ja, die Leute mitzunehmen, denen zu zeigen, was alles in der Malwerkstatt entsteht. Ja, und das ist einfach spannend. Auch die Bandbreite, die ich habe. Ich mache das für Firmen, dass ich da Weiterbildung mache, kreative Weiterbildung oder einen Activity-Tag oder dass ich mit den Firmen male als Teambildungsprozess. Oder was auch ganz toll war letztes Jahr, vor 2 Jahren, ich weiß schon gar nicht, wie lange das her ist, vor Corona haben wir tolle Projekte gemacht. Und zwar hat jeder Mitarbeiter aus einer Firma ein kleines Tier gemalt. Das war eine Tierarztpraxis. Und auf so 10x10 Malplatten, dann haben wir die zusammengelegt. Und das war einfach ein so witziges Bild, was echt Lebensfreude pur ausgestrahlt hat. Und dieser Wiedererkennungswert, du weißt genau, wer welches Tier gemalt hat und den Spaß, den man an dem Abend hatte, ne? Also das ist echt phänomenal und ja, das treibt mich einfach an, weiterzumachen. Das heißt, du bietest also du hast verschiedene Standbeine, also du bietest auch Firmen letztendlich kreative Events oder Workshops an, ne? Was ist das, was ist denn das Ziel? Was nimmt so ein Teilnehmer denn mit, wenn er so einen Workshop jetzt gerade mal als Arbeitnehmer bei einer Firma, in der der Chef von mir aus den Workshop bezahlt hat und dich gebucht hat, was nimmt denn so ein Teilnehmer aus so einem Workshop denn mit? Ja, einmal sind die sehr skeptisch. Meistens erzählen die Firmenchefs das gar nicht, dass es zum Malen geht. Und dann sind die ganz überrascht. Das ist echt immer ganz erstaunlich. Aber die Leute, die am skeptischsten sind, die haben als erstes den Malkittel an. Und es ist einfach toll, wie die arbeiten, wie die so überlegen, welche Maluntergründe die sich aussuchen, welche Farben die sich aussuchen, welche Unfälle dabei passieren, dass man das ganze Bild nochmal übermalt. Und einfach der Spaß dabei. Also das sagt so viel über die Mitarbeiter aus und dieser Austausch, das ist einfach eine Nachhaltigkeit, denke ich. Wenn man das Bild dann auch noch Monate später angucken kann, dann ist das irgendwie ein tolles Erlebnis. Das ist, glaube ich, besser als oder genauso gut als klettern zu gehen oder so, weil das auch jeder machen kann. Da kann ein Rollstuhlfahrer mitkommen, da kann eine berentete Seniorin mitkommen, die können alle mitkommen und Spaß haben. Und das ist einfach das Schöne. Okay, also man kann das als Teambildungsmaßnahme sehen oder warum sollte ein Unternehmen denn jetzt Geld in dich investieren und so einen Workshop buchen? Was bringt es denn für das Unternehmen? Ja, also einmal diese Nachhaltigkeit, wenn auch so ein Bild in der Zentrale meinetwegen hängt, dann bringt es ja auch gleich den außenstehenden Leuten auch irgendwie ein Lachen ins Gesicht oder es wird halt so ein Teamcharakter auch ausgestrahlt. Also Bilder, die strahlen ja auch, die haben ja auch Energie. Und das ist auch nochmal so zweitrangig oder spielt ja mit rein. Wie repräsentiere ich meine Firma, ne? Oder also man könnte natürlich auch das Firmenlogo malen, ne? Dass man einfach sagt, wir malen das Firmenlogo, das stellen wir mal einfach ganz anders dar, ganz witzig.
Ja, da gibt es Okay. Verschiedene. Letztendlich kann der Chef auch selber bestimmen, was er erreichen möchte. Möchte er einen Teamprozess haben? Sollen alle eine Leinwand gestalten? Soll jeder seine Leinwand gestalten? Oder wollen wir einfach nur Spaß haben? Wollen wir einfach mal den Garten genießen und eine Auszeit haben und auch mal einen Kaffee Okay. trinken und uns mal über andere Sachen unterhalten? Aber auch, wenn ich jetzt einen Konflikt habe oder ich habe meinetwegen eine neue Entwicklung am Start, eine neue Produktion, ich muss das ganze Team anders strukturieren oder so, dann gibt es ja auch so Konflikte und die könnte man ja auch kreativ lösen, weil mit Kreativität können Sie viele nichts anfangen. Das habe ich schon ganz oft erlebt und gerade auch Firmenchefs. Aber durch die Kreativität kann man Probleme lösen und vielleicht sieht man dann ja auch die Herausforderung im Unternehmen. Also Ja, da. also ich glaube auch, weil egal in welchem Lebensbereich ich agiere, ob ich jetzt privat was mache oder beruflich oder einfach ein Geschäft betreibe, ich brauche Ideen. Ne? Also der klassische Geschäftssinn ist ja ein ganz massiver Akt der Kreativität, ne? Auch der Intuition. Ich glaube, du bietest auch intuitives Malen an, ist das richtig? Ja, wollte ich auch gerade sagen, das spricht so damit rein, spielt damit rein. Also ich habe auch einmal im Monat ein ganz tolles Seminar, das heißt Malen und Entspannen. Und da ist es halt so, dass wir uns vorher, ja, sag ich mal, entspannen, zur Ruhe kommen. Und das ist ja das auch in der Firma, das kommt ja mit, einmal aus dem Alltag ausbrechen, ne? Einmal Ja. Kopf ausschalten, vielleicht was anderes machen, was anderes sehen. Und gerade in der Natur, ich habe da einen wunderbaren Bauerngarten, der richtig alt ist. Da sind Pflanzen, die sind schon über 100 Jahre alt. Die findest du in Okay. so einem Garten gar nicht. Und allein dieser Charme auch, wenn du durch diesen Garten gehst, dann weiß ich nicht, habe ich so das Gefühl, dass so der menschliche Körper durch die Natur mit ausgetauscht wird. Also du bist dann einfach frei von deinen Gedanken vorher, die du hattest. Du kommst aus dem Alltag raus. Und kannst dann auch in die Intuition gehen. Du kannst deine Intuition auf einmal spüren und wahrnehmen. Wir haben dort unsere Ruhe. Wir lernen uns erstmal kennen, wenn wir uns nicht kennen sollten, oder hören schöne Musik und ja, entspannen uns. Es gibt dann so eine Fragerunde. Ich habe da so Fragekarten, dass man mal in so ein Gespräch eintauchen kann, dass man sich auf Okay. eine Thematik spezialisiert. Oder es ist immer so, dass jeder was mitbringt. Und manchmal in so einer Gruppe kommt immer eine Thematik hoch. Und es ist immer total spannend, da kriege ich dann immer Gänsehaut, dass immer ein Thema so aufploppt. Ob es mal Trauer ist, ob es mal Schuldgefühle sind. Und das ist immer Wahnsinn, also was da hochkommt. Und dann aus dieser Intuition heraus machen wir dann erstmal eine Meditation. Ja, zentrieren uns, atmen. Das ist eine kleine Fantasiereise, die geht vielleicht 10 Minuten. Aber auch dann, wenn man aus der Energie heraus dann anfängt zu malen, dann hat man echt vergessen, wie sehen meine Vorhänge zu Hause aus. Das Bild muss da reinpassen, ne? Oder lass das Ja. Schlafzimmer malen. Das sind ja alles die Sachen, die man mitnimmt, ne? Ich kann ja nicht Ja. einfach ein Bild malen. Das muss ja irgendwie eine Erwartung erfüllen, einen Anspruch genügen, ne? Da mache ich die Leute dann auch frei davon, dass die einfach so malen können, wie sie es früher auch gemacht haben. Einfach kritzeln auf dem Telefonblock, dass man einfach anfängt. Und was denn dabei rumkommt, das ist dann so erstaunlich. Ja, also das grundlose Agieren, ne, wenn man so will. Und dann aus dem Gefühl heraus die Farbe wählen. Nehme ich mal grün. Ne, so. Also man könnte auch sagen, dass so ein Workshop nichts anderes ist wie eine Trainingseinheit für die eigene Intuition. Genau, richtig, ja, genau. Und da guckt man einfach mal, was kommt aus diesem Bild heraus, weil das ist ja das Erstaunliche, wenn ich unbewusst Symbole male oder Farben und ich gehe dann in die Farbsymbolik und schau mal, was die sagt, dann sehen wir da so viel Parallele aus dem Gespräch, was wir vorher vielleicht hatten. Ja. Und die 5 Teilnehmer, die dabei sind, die erkennen dann auch noch so Sachen, die haben auch noch was wahrgenommen, was aufgefasst, was sie den Teilnehmern nochmal rückmelden können. Und das ist einfach so, so toll. Ich liebe diese Seminare. Ja, es ist schade, dass sie gerade nicht stattfinden können, aber sowas ist einfach mega. Aber im Moment, das Thema Corona betrifft eigentlich die Betriebe nicht. Also theoretisch könntest du in den Betrieben deinen Job machen, wenn du so willst. Oder sehe ich das gerade falsch? Ja, vielleicht kann man das machen, aber ich glaube, dass die Firmen gerade den Kopf da gar nicht für haben. Ja, das kann ich auch gut Ja. verstehen. Das ist unterschiedlich. Auf jeden Fall mache ich das auch, dass ich in die Firmen gehe, in die Einrichtungen, dass ich als Ja. Dozentin arbeite für Kunsttherapie, die
Menschen manchmal fit mache für den Arbeitsmarkt, Motivationsgeschichten. Man kann so viel mit Kunsttherapie machen, das ist unglaublich. Man muss sich nur Ja. einlassen und viele haben einfach Angst davor, weil die eben nie gemalt haben, weil es einfach in der Schule, dann hat die Lehrerin vielleicht mal gesagt, Mensch, dein Igel sieht aus wie ein Hase oder wie auch immer. Die Leute haben das im Kopf, die wollen das auch nicht preisgeben, die schämen sich auch dafür. Ich male was und der Nachbar sieht das und bewertet das. Man hat Ja. so viel Angst vor dieser Bewertung und das ist eigentlich meine Hauptaufgabe, die Leute davon freizumachen, dass sie wirklich aus der Intuition heraus malen und sich dann auch selber kennenlernen. Okay, alternativ bis dahin geht es eigentlich nur online. Wie kann man online was vermitteln in deinem Ja. Bereich? Ja, durch diese Online-Geschichte bin ich auch einfach wieder mal zu meinen Wurzeln gekommen. Ich habe früher gerne im Garten gesessen und Aquarellblumen gemalt. Okay. Und das mache ich jetzt mit den Leuten online. Ich male die Blumen Okay. vor. Ich habe hier gerade mal so ein kleines Beispiel. Jo. Okay, schön. Und dann malen wir dann halt so schöne Karten und dann gibt es eine Schritt-für-Schritt-Anleitung per Mail. Und dann malen wir zusammen. Oder meine Familienevents sind auch ganz toll. Ich habe immer sonst so in den Ferien Familienmahltage gemacht. Meistens war die Mutter mit ihrem Kind da, ob das der Sohn, die Tochter oder zu zweit, zu dritt. Und dann habe ich gedacht, das mache ich jetzt online. Und da haben wir eine Meerreise gemalt. Wir sind ans Meer gefahren. Ich habe denen gezeigt, wie man das Meer malt. Und Also, da saß das die ist, ganze Familie vorm Rechner, die Oma, die über ja. 70 ist und das Kind, was gerade krank ist, und haben gemalt. Das war echt phänomenal. Also da Also bin im ich auch. Prinzip geht das ja schon ganz gut, ne? Weil malen muss ja sowieso grundsätzlich, muss man grundsätzlich selbst. Ja, Das genau. heißt, ob man jetzt, ob jetzt ein Meter zwischen dir und dem Malenden ist oder der Bildschirm, ist zwar nicht so schön, aber das geht, ich kann mir gut vorstellen, dass das gut funktioniert. Ja, ich kann halt nicht sehen, wie die malen, wie die den Pinsel anfassen. Das kann ich dann nur erahnen, wenn die ihr Ja. Bild hochzeigen, dass ich dann mal einen Tipp geben kann, was es sein könnte. Aber letztendlich geht es da einfach um den Malspaß, dass man zusammen wieder was macht. Und das ist wirklich toll. Da bin ich auch ganz froh, dass es geklappt hat. Ich habe mir das echt nicht so gut vorgestellt, aber man muss einfach anfangen, ne? Ja. Seine Angst überwinden und dann einfach anfangen. Also muss man irgendwelche Grundkenntnisse mitbringen oder kann Ja. da sich mehr oder weniger jeder anmelden? Genau. Also ich fange auch genau da an, dass wir mit dem Tuschkasten wieder malen, so wie wir das in der Schule gemacht haben, gerade online jetzt. Und da zeige ich denen einfach, wie man so ganz tolle Blumen zaubert mit ein paar Tricks, Hilfsmittel dabei. Dass wir mit Stiften Okay. Wachsverkreiden da reinmalen, sodass jeder auch seine schöne Blume kriegt. Und ja, es geht einfach nur darum, die Leute zu motivieren, weiterzumachen. Man fängt an und dann denkt man, meine Blume ist hässlich und schon hört man auf. Und einfach das ist einfach der Knackpunkt, zu sagen, ich mache weiter. Ich kann da ja noch eine Farbe drüber setzen, noch einen Glitzerstift und dann habe ich eine Ja. wunderbare Blume. Und die hässlichsten Blumen sind dann immer die schönsten. Also, so ist das. Und das ist die Hauptaufgabe, würde ich sagen. Und dann kriegt das auch jeder hin. Wenn die sich frei machen, ne? Wenn die Lust auf dieses Abenteuer haben und einsteigen wollen, dann klappt das. Ja. Und immer tolle Ergebnisse. Das Interessanteste, das muss ich jetzt noch mal einmal erzählen, das war so erstaunlich. Mein Malteilnehmer, der Dieter, der ist auch schon über 70, mit dem habe ich letztens ein Interview gemacht, der hat eine Felsspalte gemalt. Der wollte gerne eine Berglandschaft malen im Winter. Und das ist total schön geworden und das wollte er nochmal machen. Er ist angefangen, hat das grundiert und dann kam er das nächste Mal wieder und sagte, du Steffi, ich drehe mal das Bild um, was siehst du hier, ne? Ich sage, es ist ein Engel. Nee, sagt er, das ist ein Baum, ne? Und ich tatsächlich, ne? Also das ist eher noch ein Baum als ein Engel. Aber trotzdem, diese Gletscherfeldspalte umgedreht ist ein Baum. Und jetzt kommt ja diese ganze Corona-Problematik dazu und dann Ja. habe ich gedacht, eigentlich ist das Bild wirklich symbolisch für unsere Zeit gerade, ne? Also ich fand das so mystisch in dem Moment. Ich habe ja öfter schon solche Sachen erlebt, aber das fand ich so interessant. Ja, und wenn jetzt irgendwas doof kommt, dass irgendwelche Sachen wieder abgesagt Also werden, der Lockdown verlängert wird. intuitiv einen Baum gemalt. Genau, dann denke ich intuitiv an diesen Baum und denke, ja, Ja. eigentlich, wenn wir jetzt vorher in dieser Gletscherspalte feststecken, warum auch immer, vielleicht hat sich Ja. irgendwas auch festgefahren, können wir das komplett umdrehen und mit dem Baum Oder anstreichen. einfach nur die Blickrichtung ändern. Ja, und weißt du, Und schon Baum, sieht man symbolisch etwas gesehen, anderes. dieser Baum in der Kunsttherapie symbolisch gesehen, das ist phänomenal, das ist mit das wichtigste Symbol, ne? Ja. Wenn du so willst. Wie sieht die Wurzel aus, die Baumkrone, ne? Und
Jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Jetzt ist er noch schwarz-weiß. Also ich denke jetzt mal positiv, dass wir irgendwann mal einen hohen durch Impfungsstand bekommen und wir vielleicht im Juni, Juli wieder ins normale Leben einsteigen. Bis dahin wünsche ich dir ein gutes Durchkommen. Von meiner Tschüss. Seite habe ich keine Fragen mehr. Es war sehr interessant. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Ja. Dann kann ich dir nur noch einen schönen Tag wünschen. Ja, das Ding wünsche ich dir auch, Luca. Ich danke dir für dieses Interview. Ich habe mich sehr gefreut und ja, freue mich, wenn wir uns wiedersehen, wieder hören und wenn wir uns wieder austauschen können. Es wird bestimmt mega spannend. Okay, also ciao, ciao. Dann, ciao.